Clemens schreibt mir, neulich bin ich an so einem Großstall vorbeigekommen. Furchtbar. Und da habe ich die Frage, ist Gott eigentlich Vegetarier? Clemens, ist Gott Vegetarier? Das ist vielleicht eine Frage. Ich freue mich natürlich auch über Kühe auf der Weide und Hühner auf dem Hof und Schweine mit viel Platz. So stelle ich mir eigentlich artgerechte Haltung vor. Aber ich kenne natürlich auch solche Großstallanlagen und ich bin da auch schon drin gewesen. Und meistens haben sie ja dann auch noch irgendein fröhliches Schild mit einer friesischen Kuh drauf oder mit einem schönen Schwein drauf. Aber dieses Bild entspricht ja nicht der Wirklichkeit. Da sind die Tiere tatsächlich auf engstem Raum eingepfercht. Mir tut das Elend der Tiere dann in der Seele weh, wenn ich an solchen Großstellen vorbeifahre. Und wenn ich mir vorstelle, wie lieblos und eng die da gehalten werden, um dann als Schlachtvieh zu enden oder als Fleisch auf unserem Tisch. Und dann denke ich, tja, das ist aber auch irgendwie meine Schuld, dass diese Tiere so gehalten werden. Vielleicht auch deine, Clemens, unsere Schuld. Denn wir essen gerne Fleisch, wir essen gerne viel zu viel Fleisch und wir essen gerne viel zu viel preisgünstiges Fleisch. Aber Gott hat keine menschlichen Essgewohnheiten. Der ist kein Vegetarier, aber der ist auch kein Schnitzelesser. Und der geht auch nicht einfach mal an die Pommesbude und holt sich da eine Bratwurst. So kann ich deine Frage nicht beantworten. Aber so viel weiß ich. Gott ist Tierschützer. Leidende Geschöpfe kann er nicht leiden. Auch die Tiere leben unter dem segnenden Regenbogen seiner Schöpfungskraft. Gott sagt, wenn ihr euch in der Welt bedient an dem, was ihr habt, dann macht die Welt nicht gleichzeitig kaputt. Und ich glaube, das bedeutet auch, wenn ihr Tiere habt, die ihr als Nutztiere haltet, dann lasst ihnen ihr Tierrecht. Das wäre schön und dann genieße ich es, wenn ich manchmal mit dem Fahrrad durch die Landschaft fahre und dann sehe ich den einen oder anderen Bauern oder die eine oder andere Bäuerin, die tatsächlich ganz liebevoll mit einem Futtereimer zum Stall geht und da ihre Schweine füttert oder die Küken und die Hühner füttert und die Körner hinwirft, dann denke ich, ach, wenn es doch so sein könnte. Aber vielleicht müssen auch wir dafür anders werden. Weniger Fleisch essen, mehr Geld für Fleisch bezahlen. Rundweg geantwortet, Clemens. Nein, Gott ist kein Vegetarier, aber er ist auch kein Schnitzelesser. Und doch freut er sich über springende Ferkel, über blökende Schafe, über flauschige Küken und über den Hahn, der auf dem Mist kräht.